Killer, man sieht. Nochmal eine andere Dings da oben, oder? Wie denn? Das ist zu nah. Nochmal nicht automatisch. Oder nicht filmen, sondern automatisch. Oder? Ich ficke, ja. So halt, Alter. Du hast die Kamera auch wieder nicht aufgeladen. Doch, ich habe aufgeladen. Okay. Jetzt darfst du nicht mehr gegenkommen. Okay, jetzt ist doch super hier, oder? Okay, klasse. Kann ich hier ein bisschen nach hinten mit dem sitzen? Nein, da ist Lillys Kindersitz hinten. Weißt du doch. Okay. Willkommen zu der ersten Ausgabe Carpool. Was? Mit Julian Zietlow. Carpool? Okay. Carpool. Ja, ich habe in meiner Insta-Story euch darum gebeten, mir Fragen zu stellen. Zu welchen Themen auch immer. Und wir beantworten euch die Fragen. Ich gehe jetzt hier auf Instagram, auf meinen. Ich habe einen Hamenmund, läuft. Oh, 50.000, oder? Chill mal, ja. Ich gehe hier auf mein Instagram, Star-Profil, 50k. Okay, 50 TSD, weil wir in Deutschland leben. Ich mache, glaube ich, auf Englisch, damit es krasser aussieht, oder? Du kannst ja halten, wie du es tust. Okay, auf jeden Fall, 50k jetzt. Richtig Star. Jetzt fehlt noch der blaue Haken. Und dann bin ich Model. Okay, also ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Okay, Internet läuft. Magst du Käse? Ja, ich mag Käse. Magst du Käse? Ich bin Käse. Okay, weiter geht's. Was hast du für Kopfhörer im Training? Ich zeige euch mal meine Kopfhörer. Ich habe so gute Bluetooth-Kopfhörer. Die kann ich euch empfehlen. Was hast du für Kopfhörer? Ich habe die Solo 3-Dings da. Die finde ich ziemlich cool so. Aber ich habe auch keinen Vergleich, weil ich kaufe nur noch Marke und die Marke ist cool, darum kaufe ich das. Okay, danke schön. Edelsuff oder Komasaufen? Also ich war, weil ich gerade ein bisschen Pause mache, ich war immer Komasaufen. Wie war es bei dir? Ich habe viel Koma gesoffen in meiner Jugendzeit in Cala Ratjada, immer 2 Wochen durch mit Bierbong und Co. Kanada, also was? Cala Ratjada, das ist eine Gegend auf Malle. Und da gab es Bierbong und haben wir voll krass so Komasaufen abgezecht. Und da war ich auch mal kurzzeitig in Marburg in einer Verbindung drin. Die haben auch mehr gesoffen als komplett Deutschland Rest. Und ansonsten war ich aber auch so oft mit Tobi so edel. Aber Edelsaufen heißt einfach nur so. Ja, so. Ja, gut, aber ich habe angefangen edel und dann bin ich aber auch geendet wie Koma. Okay. Ja. Du gehst ja auch im VIP-Bereich so und danach bist du erst völlig. Ja, das ist auch so edel eigentlich, wa? Ja, und dann aber dann stürzt du halt voll ab und kotzt vor McDonalds. Ja, aber das ist dann wieder Komasaufen, aber ich war vielleicht ein-, zweimal Komasaufen, weißt du, dass ich so gekotzt habe. Ein, zwei? Ja, vielleicht auch dreimal. War das bei mir die Woche? Bei mir war einfach immer so Gangbang-Saufen, weißt du? Nein. Doch, so Gangbang-Saufen, dass ich immer noch klar kam. Gangbang-Saufen hört sich an, wie du liegst in der Mitte und alle schütten dich mit Alkohol an. Ach so, nein. Nein, einfach so Gangbang-Saufen, weißt du? Dass du danach noch, du weißt schon, was machen kannst. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich geh mal ziemlich schnell vorbei. Kommen wir zur nächsten Frage. 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 Machst du mal eine 10.000 Kalorien Challenge? Ich bin die 10.000 Kalorien Challenge, so weißt du? Ja, aber anscheinend musst du dein Video so nennen. Das wird dann echt besser. Ich habe einfach mal so Cheat Day, 10.000 Kalorien. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Und es geht dann immer gleich ab. Also musst du nächstes Mal schreiben, 10.000 Kalorien. Ja, aber ich bin so ein Ficker, weißt du, der isst dann einfach 10 Big Macs in einem Video. So 5.000 Kalorien auf einmal in einem Video. Das ist doch ein Witz. Ja, deswegen verstehe ich nicht. So. Ich verstehe die Frage nicht. Ja. Also machst du Essen? Ist dann die Frage an Ron. Nächste Frage. Wie läuft die Diät? Ey, ich muss sagen, die Diät läuft gut. Also ich habe nicht mehr diese Busfahrerform. Also es sieht nicht mehr so aus, als würde ich nicht trainieren, sondern sieht wieder aus. Sondern Dicker, der trainiert. Nein, sondern sieht wieder so aus, als wäre ich so, weißt du?
als wäre ich so ein krasser Typ. Zwar ohne Sixpack, das fehlt noch, aber wenn ich Sixpack habe, bin ich so richtig. Wie läuft die Diät? Du hast letztens beim Garnikos Interview hast du einen Burger mit Erdnusssoße gegessen und dazu nochmal Pommes mit. Kommen wir zur nächsten Frage. Wann wechselst du in den Esssport? Was ist das? Ja, einfach so Wettessen oder was auch immer. In den Esssport. In den Esssport. Da wärst du eigentlich ganz talentiert, würde ich sagen. Ja, oder? Ich habe schon Talent so dafür. Problem ist, die Leute bleiben da irgendwie auch immer einigermaßen schlank, die Gewinner. Du würdest, glaube ich, auch gut fett werden nach einer Weile. Meinst du? Ja. Okay. Wann stößt du Arnold Schwarzenegger? Yeah, du hast gelernt, Brudi. Vom Thron. Schwarzenegger. Komm, mein Schwarzenegger. Wann stoße ich ihn vom Thron? Was meinst du? Ich würde sagen, der war so ein paar Prozent disziplinierter. Das wird gar nicht so einfach. Ah, okay. Aber ich muss ja einfach Schauspieler werden dann so in 2-3 Jahren, oder? Dann wird schon. Werd doch jetzt Schauspieler. Ja? Du hast das Zeug dazu. Kannst du den Mango Lassi empfehlen? Aus meinem Video. So krass, ja? Ja. Warum hast du den bestellt? Dicker, ja, das habe ich schon im Video erzählt, aber ich hatte Lust auf so irgendwas Fruchtiges, weißt du, zum Trinken, weil ich Durst hatte. Und ich hatte weder Cola Light noch irgendwie Wasser zu Hause. Also ich bin nicht so ein Leitungswassertrinker. Und ja, ich wollte irgendwas Fruchtiges und da stand so Mangosaft, irgendwie 2 Euro oder 1,90 oder so, und Mangolassi, beides 1 Liter, und Mangolassi 6 Euro. Und ich dachte so, okay, ich bestell mal dieses Motherfucker-Getränk für 6 Euro. Und dann kam es in so einer 1 Liter Sprit-Quellflasche, die offen war. Dekadenter, verwöhnter, kleiner Pole. Ey, ich habe, bis ich 25 bin oder so, nicht beim Lieferservice mal irgendwas bestellt. Okay. Und du denkst dir auch, hol ich mir 6 Euro Getränk. 12 Mark, Alter. Okay. Das ist ein krasser Schaden. Nächste Frage, Dicker, was zockst du alles auf der Konsole? Also meine Konsole ist PlayStation 4. Und ich spiele eigentlich so... Gibt es noch andere Konsolen? Ja, Xbox. Gibt's doch nicht mehr, oder? Doch. Out. Ja, ist out, aber es gibt immer noch diese Knechte, die Xbox spielen. Okay. Deswegen, ich spiele eigentlich so alles, was es gibt. Aber jetzt gerade spiele ich vor allem World War II auf PlayStation 4, also Call of Duty. Und ja, nächste Frage. Ich, falls jemand interessiert, so. PlayStation, FIFA. Nee, ekliger Nichts Mensch. Anderes. Wenn ich mal Zeit habe. So, die Frage hatten wir schon. Wer ist heftiger von euch? Welchen Belangen? Weiß nicht einfach. Einigen bist du heftiger, ein anderer bin ich heftiger. Okay, ich bin heftiger. Nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal an der Kasse bezahlt? Ich bin eigentlich so ein Typ, der bezahlt nicht so mit Bargeld. Ich bezahle eigentlich alles so mit Karte. Ja, und das lässt sich dann auch irgendwann sehen, so auf meinem Kontostand. Dann denke ich mir, immer so, sah schon mal besser aus. Wann hast du das letzte Mal an der Kasse bezahlt? Du holst auch immer so deine Platin-Mastercard raus. Klischee-Idiot, ey. Wann ich das letzte Mal an der Kasse bezahlt habe? Ich mache mal Lieferservice, die bringen immer. Lieferservice von den Supermärkten, ist echt super. Ist es teurer oder ist es genauso teuer? Wenn du es klug machst, so zu bestimmten Zeiten, kostet es überhaupt nichts. Mindestbestellwert, da sind wir eh mal drüber. Also für uns kostet es überhaupt nichts außer Trinkgeld. Das gebe ich dann. Ah, okay. Letztes Mal bezahlt habe ich gestern beim Team-Event. Wir waren im Escape Room und danach Sushi essen und da habe ich bezahlt. Okay, nächste Frage. Die ist jetzt interessant. Hat sich einer von euch schon mal beim Furzen in die Hose gekackt? Wer will anfangen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Okay, fang du an. Ja, klar. Ja? Wann war das? Das ist ja das Interessante. So um die 20 rum, würde ich sagen. Ja? Und dann auch, wenn man besoffen ist oder so krass, obwohl wir beim Koma saufen und... Okay. Da waren auch schon mal diverse Kacke-Stories da. Ja. Okay, beim Komasaufen war es bei mir immer so, da war es kritisch immer, aber ich habe es immer, also ich habe mir noch nie beim Saufen eingekackt, beim Furzen oder so. Aber einmal, ich glaube, das war vor 3-4 Jahren, da bin ich los zur Schule, hatte eigentlich voll keinen Bock, weil ich auch so schon voll Bauchschmerzen hatte und so. Geh so los, stehe an der Bushaltestelle, war es auf meinem Bus, auf einmal denke ich so, okay, der Bus ist da, scheiße, ich muss noch einen rauslassen. Ja, und dann ist passiert und dann dachte ich mir, okay, ich gehe nach Hause. Und war dann zu Hause fett scheißen und danach bin ich zum Arzt und habe mich krank schreiben lassen. Gott. Okay, jetzt sind wir schon fast beim Training. Letzte Frage, wie alt bin ich? Ich bin 19, wie alt bist du? 33. Oha. Boah, ich tue richtig weh, wenn ich das sage.
Im Rücken. Warum hängst du eigentlich mit mir ab? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Mittlerweile trainierst du ja nicht mal mehr gut. Gibt's noch was? Nö, das war's eigentlich schon. Okay. Hast du noch irgendeine Frage an mich? Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, ich habe dir mal eine Geldklammer geholt. Also diese Louis-Geldklammer, wa? Ja, und was ist die schon befüllt so? Ja, also anfangs war es halt schwer so. Die hast du mir auch, das war ja an meinem, wann war das? Ich glaube an meinem Geburtstag oder so. Kann sein. Also noch nicht so lange her, aber ist auf jeden Fall immer noch schwer. Aber ich krieg die auf jeden Fall mittlerweile gut befüllt so. Ich dachte, es kommen Schuldscheine. Schuldscheine? Nein, die liegen noch ungeöffnet bei mir auf dem Witzig. Schreibtisch. Okay, Leute, wir sind beim Training. Ich trainiere Arme, ihr wisst Bescheid. Julian trainiert, was weiß ich. Er trainiert Brust, danach trainiert er Beine. Ich trainiere einfach nur das alte Wrack. Okay. Warte, habe ich schon 10 Minuten? Oh, ich habe 12 Minuten. Okay, Batzen werden kommen. Aber ich glaube, YouTube gönnt mich, weil ich hier zu viele Ausdrücke benutzt habe. Echt? Ja. Und das letzte Mal, als ich Ausdrücke benutzt habe, habe ich so eine Kuh eingeblendet, die gemut hat. Und das wurde anscheinend auch als urheberrechtsgeschützt angesehen. Egal, bestellt einfach Rocker Nutrition Produkte über meinen Link. Über Rons Link, immer über Rons Link bestellen, ja, das ist wichtig. Danke. Fürs Karma auch. Ich liebe euch. Fürs Karma. Ja, eigentlich liebe ich euch nicht, aber wenn ihr über meinen Link bestellt, liebe ich euch. Ja.